Herzlich willkommen hier zum nächsten Queen Walk Schweinreiter Video. Heute haben wir 6 schöne Fights für euch. Also viel Spaß! Den ersten Fight heute sehen wir von Corleone. Er hat einen Mauerbrecher mit dabei, um in die Base reinzugehen. Für den Tunnel benutzt er hier auf der linken Seite einen Picker, der mit ein paar Gebäuden nicht lange zu tun hat. Der King auf der rechten Seite kann natürlich hier durch das große Apartment, was wirklich offen ist, richtig viel Schaden in der Base verursachen. Der Loon vorneweg für die Luftminen, immer wichtig, nicht vergessen. Nicht, dass gleich am Anfang die ersten Heiler schon weg sind. Die Clanburg hier mit Eisgolem und einem Loon drin, auch kein Problem. Der Mauerbrecher schon kaputt und die Eispekas da drin friesen hier schön die ganze Seite, dass die Queen hier langsam immer wieder in die Baseline laufen kann. Und auch hier sehen wir die Queen immer im Wut halten, dass sie richtig viel Schaden kriegt. Gleich kommt die gegnerische Queen auch noch raus. Guter Plan hier von Corleone. Jetzt versucht er natürlich die Queen mit dem Jump Richtung Multis zu locken. Aber was soll man sagen? Die Frau macht nicht immer, was man will. Das heißt, er disponiert hier ganz kurz um. Wartet hier, bis seine Queen rauskommt und hier den Scattershot noch ablenkt. Er braucht noch ein paar Prozente, dass das Rathaus aktiviert wird, dass die Schweinereiter auch wirklich das Rathaus angreifen und nicht einfach vorbeilaufen. Hier noch ein Loon, um eventuelle Luftminen für die Queen und die Heiler rauszunehmen. Wir warten noch einen Moment, dann kommen hier die Schweinereiter ins Spiel, Scattershot raus, das heißt los geht's. Hier eventuell den King frosten, dass die Queen das durchsteht. Er entscheidet sich aber, die Queen zu zünden und das Rathaus einzufrieren, dass er hier die 2 Heilzauber, die er mit dabei hat, für das Ende des Fights nehmen kann, da hier noch 2 Multis im Spiel sind. Das war so nicht geplant. Eigentlich sollte ja ein Multi schon lange weg sein. Schön umdisponiert hier der nächste Heil im Einflussbereich des Magierturms und des Multis, den er jetzt hier noch einfriert. Gutes Timing. Die Heiler wechseln auf den Royal Champion. Der mit Zünden kann hier den Bombenturm rausnehmen, der den Schweinereiter nochmal hätte zusetzen können. Nicht mehr viel übrig. Guter Plan hier von Corleone, der natürlich durch seine Queen etwas ins Schwitzen gekommen ist, aber durch gutes Umstellen hat er hier die 3 Sterne geholt. Der nächste Fight ist von Mitch Bolden. Er kann hier den Tunnel mit einem Magier auf der Seite ausbilden. Die Queen soll hier Richtung Rathaus laufen. Den Multi nimmt er mit einem Zeppelin mit Yetis drinne aus dem Spiel. Auch hier der gegnerische King und der Royal Champion gleich weg, gleich am Anfang vom Fight. Das passt natürlich super. Die Yetis mit einer Walküre drinne im Wut haben natürlich schnell die Mauern offen. Hier ist wichtig, dass die Heiler nicht auf den Yetis bleiben. Aber man kann ja nicht alles haben. Der Babydrache hat die Queen schön geleitet in die Base, in die Mitte. Die Hexe und der Hund können natürlich nicht viel ausrichten. Mit einem Gift hier kein Problem. Etwas Zeit kostet das, aber das ist nicht weiter schlimm. Die Queen kümmert sich hier um die letzten Welpen und kann dann Richtung Rathaus ziehen. Das heißt, er beginnt mit seinen Schweinereitern hier von oben zu kommen. 3 Heilzauber dabei. Ich mag es lieber, wenn auch noch 2 Frost dabei sind, aber das ist Geschmackssache. Der Scattershot hier fügt den Schweinereitern leider richtig, richtig heftig Schaden zu. Jetzt zündet er noch den Warden, um hier nicht allzu viele Schweinereiter zu verlieren. Ein Multi noch im Spiel und ein Single. Single Inferno sind natürlich bei Schweinereiter-Fights immer gern gesehen, da sie nicht viel ausrichten können gegen die große Anzahl an Truppen. Noch 2 Magiertürme, die den Schweinereitern irgendwie schaden können. Aber auch hier der Heil drauf, die Queen gezündet. Das heißt, jetzt geht es nur noch ums Aufräumen hier in der Base.
Wichtig ist es, seine Magier so zu platzieren, dass sie nicht gleich sterben. Mit dem Royal Champion noch in der Hinterhand. Kein Problem hier, die drei Sterne rauszuholen. Der Zeppelin am Anfang, um die Queen Richtung Rathaus zu laufen, war natürlich eine sehr starke Idee und hat mir dazu beigetragen, hier drei Punkte zu holen. Der nächste Fight von Usama, einem Clan hier, der mich ab und zu mal einlädt, wenn ein paar schöne Dreier dabei sind. Auch hier jetzt ein paar Loons vorneweg mit einem Babydrachen, um den Weg für die Queen runter Richtung Rathaus zu lenken. Der eigene King soll hier den gegnerischen König ausschalten. Hexen in der Clanburg, natürlich gleich den Gift drauf. Ein Frost, da sie auch da stehen bleiben, wo sie waren. Leider außerhalb des Giftes, wie ihr sehen könnt. Die Mauerbrecher gehen hier wunderschön in die Base rein. Für die Queen, mit Wut natürlich, die Mauerbrecher etwas besser, etwas effektiver. Der King unten zerrt noch an den Hexen. Aber die Queen ist zur Unterstützung gleich mit dabei. Hexen sind immer ein Graus, wenn man hier mit Queen reinkommt. Die Queen kümmert sich jetzt hier um das Rathaus und um die zwei Scattershots. Natürlich sehr schön für einen Hogrider-Fight, wenn die Queen alle drei Gebäude auf einmal rausnehmen kann. Der Frost, dass die Queen länger am Leben bleibt. Und dann kann er dann von oben mit seinen Schweinereitern in die Base rein. Hier ist zu beachten, dass vorne immer ein Single Inferno steht. Das heißt, der Royal Champion kann sich nicht alleine um die Inferno-Türme kümmern. Hier muss Schweinereiter mit reinkommen. Noch schneller ein Frost drauf, dass die Queen hier noch wirklich bis zum Ende der Scattershots lebt. Jetzt seht ihr oben, die Schweinereiter kommen in die Base. Der Royal Champion auf die Infernos. Dass er hier den Multi rausholt, ganz wichtig. Wenn der stehen bleibt, haben die Schweinereiter am Ende keine Chance. Ein paar muss man hier opfern, um den Single Inferno am Anfang auszuschalten. Jetzt nimmt der Single Inferno den Royal Champion hier ins Visier. Deswegen sage ich am Anfang, ist es wichtig, ein paar Schweinereiter mit auf den Single zu schicken, dass der Royal Champion durchweg weiterlebt. Er hat hier für seine Clanburg die Baracke gewählt, um ein paar mehr Magier dabei zu haben fürs Aufräumen. Aufräumen ist ganz wichtig, frühzeitig anzufangen. Meistens ist bei Schweinereiter-Fights so, alle Dev-Gebäude weg, nur noch ein paar Hütten stehen da und die müssen natürlich auch mit rausgenommen werden. Das soll es jetzt auch schon wieder von mir gewesen sein. Jetzt haben wir noch drei schöne Fights zu sehen, auch einer von mir selber. Also ich wünsche euch viel Spaß dabei, wie immer noch denken. Liken, abonnieren und auch ab und zu mal einen Kommentar da lassen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Video. I can't find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Till you find your way back home. Find your way back home. Let me drown.
Don't let me drown. Move around, up and down on that stage, it's you.